Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 11. Stock Sound 2 Box von Kurdo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 11. Stock Sound 2 von Kurdo. Das Ganze erscheint morgen am 1. Februar 2019. Wir schauen das Ganze mal an. Wir haben hier eine orange schwarze Box, sehr unübliches Boxformat, das ist vor allem diesem Inhalt hier geschuldet, das ist ein Fußball. Jawohl, bevor wir diesen öffnen und die ganze Box mal im Detail ansehen, schauen wir uns hier mal die Oberfläche an. Wir haben hier eine orangene Box und dann lesen wir hier einmal in schwarzer Schrift, relativ zart, Kurdo 11. Stock Sound 2. Hier unten lesen wir dann noch Instagram, Facebook und Twitter Accounts plus Boxinhalt, Doppelpunkt, von der Straße für die Straße. Also dasselbe, was wir hier auch auf dem Fußball lesen. Dann haben wir noch zwei Sterne für, ja, 11. Stock Sound 2, ist ja der zweite Teil. Verbraucherhinweis haben wir dann hier auch noch. Aber ich sehe gerade, das ist ein spezieller Verbraucherhinweis, denn normalerweise heißt es ja Verbraucherhinweis harte Texte. Hier heißt es Verbraucherhinweis keine Disco-Songs. Also, dieses Album ist Straßenrap, kein Disco-Rap. Diese Seite ist orange. Auf der Rückseite haben wir dann das Albumcover abgebildet. Darunter wieder der Verbraucherhinweis und einen FSK 16 Aufkleber. Das hier eben mit einem Sticker hier angebracht. Hier haben wir dann auch wieder orange plus Barcode plus Credits zum Album. Unterseite sieht so aus, glatt orange. Oberseite, hier haben wir diese zwei Striche, erinnert mich immer von der Optik ein bisschen so an Call of Duty Black Ops, aber in diesem Fall ist es dann eben 11. Stock Sound Nummer 2. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal hineinschauen. Wir haben hier einen Sticker, der hier mehr oder weniger als Siegel fungiert. Werden wir mal hier kurz hineinschneiden. Jetzt ist die Frage, ob wir das hier, ja, öffnen können. Ja, anscheinend habe ich den nicht ganz durchgeschnitten, diesen Sticker. So, aber jetzt schauen wir mal, ob wir die, jawohl, so, sauber. Sehr schön. Das Ganze lässt sich hier oben aufklappen und hier kommen wir dann zu dem restlichen Boxinhalt. Also hier sind alle Boxinhalte bis auf den Fußball untergebracht in dieser oberen Tasche. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier eine Bonus-EP, die Ridam Bonus-EP. Die Instrumentals zum Album. Eine DVD. Ein Schlüsselband. Ein Trikot und Sticker, und zwar 4 Stück. Gut, dann haben wir hier innen auch noch eine Bonus, oder was heißt eine Bonus, eine weitere Etage, die man hier aufklappen kann, und hier kommt dann der Ball raus. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt haben wir den Ball entnommen, bedeutet, wir machen den Karton dann mal wieder zusammen und packen den derweil zur Seite. Also die Box zur Seite. Fußball, ich hoffe, der rollt uns nicht vom Tisch. Lassen wir auch mal zur Seite. So, und nachdem das Trikot und das Album hier noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal hier aufschneiden. Beim Trikot brauchen wir kein Messer. Das ist hier einfach zugeklebt. So, kann weg. Und dann haben wir natürlich das Album. So. Gut, so sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier das Album an sich. 11. Stock Sound lesen wir hier. Die zwei in diesem Fall wieder durch diese zwei orangenen Striche dargestellt.
Und wir haben hier Kurdo in schwarz-weiß mit Rauch im Gesicht. Verbraucherhinweis, keine Disco-Songs, lesen wir auch hier wieder. Das Ganze kommt in einem super Jewel-Case. Hier der Balken ist schwarz. Auf der Seite lesen wir auch wieder Kurdo 11. Stock Sound 2. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl und wir haben keinerlei Features. Also wirklich 14 Solo-Tracks, Credits und auch hier wieder ein Barcode. Also dieses Album gibt es auch so ohne Box. Dann schauen wir mal hinein. Also, das Booklet ist ein spezielles Booklet, denn wir können das Ganze hier als Poster aufklappen und haben dann hier so ein Poster-Booklet. Auch wenn es jetzt, ja, so sieht das dann aus. Wir haben hier wie bei einem Filmplakat einmal das Poster, also das Cover im Hochformat und darunter haben wir dann die Credits zum Album. Also hier alle, die daran beteiligt waren, wer hat gemixt, gemastert, recorded, etc., etc., etc. So, die Rückseite ist, wie ihr sehen könnt, blank schwarz. Also, das nochmal kurz zu zeigen, so sieht das aus. Alles schwarz im Hintergrund. Dann machen wir das Booklet mal wieder rein. So, jawohl. Und dann haben wir hier die CD. Also auch hier wieder diese zwei Striche für 11. Stock Sound 2. Wer sich noch erinnert, Teil 1 ist ja schon ein bisschen her. Teil 1, das Mixtape damals, das erste Kurdo Release kam im Jahr 2012. Gut, so sieht das aus. Jawohl, das gefällt mir richtig gut. Die CD hier in schwarz eingefärbt, sehr schön. Passend zu diesem schwarz-orangenen Artwork, zu diesem düsteren Design. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Dann haben wir zu dem Album zugehörig natürlich Instrumentals und nachdem wir 14 Tracks auf dem Album hatten, haben wir dann auch hier 14 Instrumentals drauf. So sieht das aus. Orange und schwarz diesmal, Instrumentals hier auf der Seite zu lesen. Die CD, die Instrumental Disc und diese ebenfalls schwarz eingefärbt. Kommt in einer Papphülle in einem Digisleeve. Sehr schön. Dann haben wir eine Bonus-EP und zwar die RIDAM Bonus-EP. RIDAM, dieses Akronym, steht für rein in die Air Max. Und genau so einen sehen wir hier, beziehungsweise die Sohle RIDAM Kurdo lesen wir hier, EP. Und hier haben wir dann auch nochmal 5 Tracks mit dabei und diese sollten auch allesamt Solo-Tracks sein. Also hier sind keine Features angeführt und meines Wissens sind hier auch keine Features mit drauf. Sehr schön. Gut, die Bonus-EP sieht so aus, ebenfalls in schwarz und orange gehalten. Jawohl, und auch diese hat es geschafft, schwarz eingefärbt zu werden. Also, sowohl Album als auch Instrumentals, als auch Bonus-EP, allesamt in dieser Schwarzoptik eingefärbt. Dann gibt es noch eine vierte CD, beziehungsweise eine DVD. So sieht das aus in schwarz und orange. Hier mit FSK 16 Hinweis, dieser ist aufgedruckt. Wir erhalten hier keine Info, was sich auf dieser DVD befindet. Also rein hier von dieser, vom Cover bzw. hier hinten können wir das nicht entnehmen. Schauen wir uns mal die CD bzw. die DVD an. Nein, hier steht auch nichts Genaues. Also, ich bin schon sehr gespannt, was uns hier geboten wird. Die DVD in diesem Fall in Silber gehalten. Kommt auch in einer Papphülle. Gut, dann haben wir Sticker. Und zwar haben wir 4 Sticker an der Zahl. Einmal diesen hier. Wello Sticker, gibt es ja auch den Track dazu. Hier unten haben wir dann noch einmal Instagram von Kurdo und Instagram von Sino Beat. Das Ganze im Querformat. Dann ein Sticker im kreisrunden Format. Von der Straße für die Straße, established 2012. Dann hier wieder die 2 Sterne. Kurdo hat ja schon gesagt, wenn es eventuell einen dritten Teil geben sollte, dann kriegt dieser natürlich dann den dritten Stern. Dann hier im Hochformat diese 2 orangen Balken, schwarz-orange. Und ein orange-schwarzer Sticker, auch wieder im Querformat, der Albumtitel hier, 11. Stock Sound 2. Dann haben wir noch mit dabei ein Schlüsselband. Wie sollte es anders sein? Auch dieses in schwarz und orange.
Also schwarzes Schlüsselband mit orangenem Aufdruck, 11. Stock Sound 2. Dazu haben wir dann hier oben noch so eine Plastikschließe, so einen Plastikverschluss und hier unten dann einen Metallkarabiner, um euren Schlüssel oder was auch immer daran anzuhängen. Sehr schön. Dann kommen wir zum Fußball. Als vorletzten Boxinhalt haben wir hier den Fußball. Wir haben hier einen schwarzen Fußball, sehr ungewöhnlich. Also ich habe noch niemals einen schwarzen Fußball besessen. Jetzt habe ich auch das endlich mal. Von der Straße für die Straße lesen wir hier auch hier wieder die zwei Sterne. Dann haben wir hier diese orangenen zwei Balken. Ansonsten, ja, das zieht sich hier so durch, haben wir dann hier noch die Einstichnadel, um den Ganzen natürlich dann aufzupumpen. Nadel anfeuchten und Made in Pakistan. Grüße gehen raus. So sieht das aus. Ihr lest ja auch, wie viel maximal hier reinkommen an Luftdruck, an Bar. Nicht, dass der euch dann noch irgendwie platzt um die Ohren fliegt. Ja, also glatt schwarz bis eben auf diese vier Elemente hier. Zweimal diese orangen Balken und zweimal von der Straße für die Straße. Und hier als fünftes dann eben bei der Nadelöffnung diese Hinweise. Sehr schön. Und was wäre ein Fußball ohne das dazu passende Trikot? So, der Ball macht fast schon einen Abgang. Den lassen wir mal kurz am Boden liegen. Und dann kommen wir zum Trikot. Wir haben hier ein schwarz-dunkelgraues Fußballtrikot hier im Brustbereich. Also Sponsor mehr oder weniger ist hier in diesem Fall Wello. Das steht in Orange. Und dann haben wir hier im linken Brustbereich das Logo, das wir auch schon von dem Sticker kennen. Wo haben wir ihn? Hier. Also, das ist ident. Hier haben wir dann auch wieder von der Straße für die Straße, Established 2012. Wie gesagt, erster Teil, 11. Stock Sound 1, kam ja im Jahr 2012. Auf der Rückseite haben wir dann die Nummer 11 für 11. Stock, klar. Und in diesem Fall dann Spielername Ghetto. Alle Trikots sind in diesem Fall gleich, also die Nummern sind immer dieselben und auch die Rückenaufschrift mit Ghetto. Und das Ganze kommt in Größe L und ist 100% Polyester. So, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, ob wir hier unten vielleicht noch einen Hinweis oder so finden, einen Zettel, aber nein, sieht nicht so aus. Also, so viel zum Trikot. Ja, das war soweit mit dem Inhalt dieser Box. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot in der Größe L. Dann haben wir den dazugehörigen Fußball, passend auch wieder in Schwarz und Orange, der mir hier die ganze Zeit wegrollt. Ich hoffe, er bleibt jetzt endlich mal stehen. Nein, bleibt er nicht. So, dann haben wir Sticker, 4 Stück an der Zahl. Einmal ein kreisförmiges, ein rechteckiges, ein zweites rechteckiges und eins im Hochformat. 4 Sticker, Hochglanzoptik. Die DVD im Digisleeve. Die Bonus-EP rein in die Air Max, ebenfalls im Digisleeve. Die Instrumentals im Digisleeve. Schlüsselband. Und natürlich das Album an sich, 11. Stock Sound 2 im Super Jewel Case. Das Album mit insgesamt 14 Tracks plus die 5. Bonus-EP ergeben dann insgesamt 19 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box 11. Stock Sound 2 von Kurdo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kurdo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.